Okay, hallo meine Freunde, ich bin der Svenneboy und willkommen zu Outlast. Let's play, Gameplay, ich will das nicht. Willkommen zu Outlast und ja, ich habe gerade eine Testaufnahme gemacht und dann ist ein bisschen was gefehlt. Das ist natürlich mal anders. Deswegen Fortfahren steht hier nur so, weil ich es gerade eben getestet habe und das Fortfahren ist eigentlich... Ist es nicht viel passiert, ich bin... Naja... Ich habe einfach nicht viel gemacht. Ich war da nicht mal drin. Jedenfalls geht's jetzt los. Alle Einstellungen sind geregelt und das ist alles in Ordnung. Und ich habe noch gar keinen Schocker erlebt, also kann es einfach losgehen. Neues Spiel. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Ja, okay, fortfahren. Und es beginnt. Okay. Oh. Ich spiele das hier unter halbem Zwang. Nicht so schön. Okay, mal hoffen, dass das alles gut geht. Und ich habe mir sogar noch die beste Tageszeit ausgesucht. Wir haben... Wie viel haben wir? Wir haben... Komm her. 8:58. Ja, und es wird wahrscheinlich noch heute hochgeladen. Mal sehen. Auf dringende Wunsch eines Freundes zocke ich das hier. Ja, hallo. Ah, scheiße. Ich erwarte schon einiges von dem Spiel. Sie haben alle gemeint, es ist... Schlimm. Es ist wirklich schlimm. Mount Massive ist schlimm. Das Spiel soll wirklich schlimm sein. Und das soll... Naja, so... Hat man ja schon im Vorspann gesehen. Sexuelle Szenen, Gewalt, Blut und Tötung. Es wird alles gut gehen und es wird... Ah, okay, es wird nicht alles gut gehen. Ich werde mir dreimal in die Hosen scheißen, bevor dieses Let's Play überhaupt zu Ende ist. Mindestens. Und es geht los. Und ich lese natürlich alles vor, was in Briefen oder als E-Mails da gezeigt wird. Ja, ein bisschen weiß ich doch von dem Spiel. Beginnen wir. 17. September 2013. Ja, das ist, heute ist der 17. September, oder? Ist heute der 17. September? Heute der 17. Nein, heute ist der 20. Okay. Sie kennen mich nicht. Also. Nochmal. 17. September 2013. Betreff Tipp: illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Schließen. Ja. Und es beginnt. Nur mal so gesagt, mein komplettes Zimmer ist dunkel durch die Facecam, das kann man hoffentlich sehen. Ich sitze hier ganz allein in meinem Zimmer. Und er hat eine Videokamera. Oh Gott, das erinnert mich irgendwie an Slender, die Arrival. Ja, die Kamera funktioniert. Es ist so, als ob du willst, dass ich mir in die Hosen scheiße. Komm schon, steig aus. Nein, steig nicht aus dem Wagen, geh fahr nach Hause, bitte. Oh Gott. Das sieht aus wie mein Zuhause. Deine Ziele werden in deinem Notizblock Tabulator aktualisiert. Dort findest du deine Notizen N und gesammelte Dokumente J. Die Tastatur kann ich zwar nicht so gut erkennen, aber es... ja, gut, es läuft ganz gut. N, Notizen. Ziele, untersuche die Nervenheilanstalt Mount Massive. Dokumente. Der Informant. Das war die E-Mail, oder? Ja. Okay, zurück. Und haben wir noch ein... Na, Notizen hatten wir gerade. Nix ist da. Und... J, ja, und N, Notizen, alles klar, muss nochmal sicher gehen. Tabulator, okay. Es laggt. Aber es wird sich hoffentlich abreagieren. So, willkommen Mount Massive. Drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt und bewege dich vorwärts oder rückwärts. Okay, ganz einfach, mach die Scheißtür auf, Ende. Gerecht, um aus der neuen Camcorder bereit zu machen.
Hallo, willkommen. Ja, kann ich... Leute! Ich habe mir irgendeine Notiz gemacht, oder? Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Merkur Psech... Ich krieg die Krise. Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Merkur Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endet die Story. Endlich die Story, die in das Genick bricht. Ja, und ich hoffe... Oh, jetzt leckt sich mehr gut. Notizen werden deinem Notizen nur dann, wenn du deinen Camper bereit hättest, um Ereignisse aufzunehmen. Filmen wir das hier mal so. Oh. Wer macht das zu? Nein, das ist gerade nicht geschehen. Okay. Hallo. Ja, schönes Gelände. Super, da steht ein Auto, da steht noch ein Auto. Halte Umschaltentaste gedrückt, um zu rennen. Ja, Shift schätze ich mal. Okay. Mount Massive Asylum. Wir können uns noch ein bisschen gucken. Ich wollte da nicht rein. In Autos? Ja. schon dann springen. Ach, mir Angst. Okay. Ich will da echt nicht rein. Scheiße. Was steht hier? Ding Dong! Der Pizza-Service ist da. Danke, danke. Können wir jetzt nach Hause gehen? Die andere Tür, funktioniert die? Nee. Gut, müssen wir uns halt einen anderen Eingang suchen. Gehen wir mal um das Gebäude. Natürlich, ein Garten. Und natürlich ist der Mist... Oh, geschlossen. Da links gedrückt, um in die Hocke zu gehen. Natürlich, ich muss da drunter durchkriechen. Und dieser Spast will nicht einfach nach Hause gehen. Und das speichert. Kannst du nicht einfach nach Hause gehen? Wenn der Camcorder einsatzbereit ist, kannst du mit Mausrad nach oben und Mausrad nach unten. Ja, okay, das haben wir schon herausgefunden. Wetten, wenn ich jetzt in ein Fenster reinzoome, kommt da irgendeine Kreatur? Nein. Raus da. Normaler Brunnen, bisschen planschen. Und da ist eine Leiter. Nein. Erst checke ich die Tür. Ist da was? Musik in Horrorspielen macht echt eine Menge aus. Bitte nicht, bitte. Ach, danke. Wir müssen was. Scheiße. Ich vergesse mal, dass eine Facecam aufnimmt und alles meine Expressions sieht, die ich hier tue. Ich will das nicht. Okay, gehen wir da hoch. Okay. Wenn jetzt irgendjemand in mein Zimmer kommt, töte ich ihn mit meiner Maus. Ja, meine Maus kann Leute töten. Hallo? Gelehrt hast, während du dich vorwärts bewegst, um über einen Abgrund zu springen. Hoppa! Hallo? Drück gelehrt hast, um nach oben zu springen. Du hast auch kein Leben, oder? Warte, film mir hier mal was. Ja, ja, Musik. Treib mich nur in den Wahnsinn. Warum nicht? Und natürlich muss der Mist hier offen sein. Ui, ist das nicht wunderschön? Raus hier. Fick dich! Ah, dieses Spiel ist so geil! Fuck, ich habe echt Angst um einen Herzinfarkt. Wie viel Uhr haben wir denn? Ah, oh, Mist, oh Mist, oh Mist. Also wegrennen ist hier die Tradition. Ist ja fast wie in Amnesia. Drücke linke Maul auf. Drücke linke Maustaste. Zu schließen. Will ich den Mist schließen? Ja, schließen wir mal den Mist. Drücke linke Maul zum Schließen. Ja! Das wollte ich. Aber ich muss gar nicht gedrückt halten. Scheiße, scheiße. Okay, wo sind wir? Warum hängt da ein Plasmafernseher? Irgendwie habe ich's gewusst. Ha. Ha.
Kann ihr bitte DSDS gucken? Sonst hat die ganze Reise gar keinen Sinn. Natürlich. Linke Maustaste, um den Mist zu öffnen. Dieser Gang ist total hell. Warte mal. Okay. Ich frag mich gerade, was mir mehr Angst anmacht. Bewege dich in Richtung der engen Stelle, um dich hindurch zu zwingen. Klar, 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 klar. Fick dich, Spiel, fick dich, ich hasse dich. Oh mein Gott. Blut, ja, Blut. Durchschnitt. Kennt doch jeder. Mist. Natürlich öffnen wir die. Hallo? Ich mach die scheiß Tür zu. Was haben wir denn hier? Dokumente zu. Sammeldokumente, wenn natürlich. Macht's eine Pause? Naja. Also. Murkoff Psychiatric Systems, bla bla bla, Befragung, Therapiestatus, Patient behauptet, in selbstgesteuerte luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein, morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet, fahren fort mit Stufe 4 Hormonen, Diagnostik, Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation, ich bin kein Arzt. Hämatokrit. Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische REM-NRM-Zyklen, Lachen in NREM-Phase. Anmerkung: Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Bluträumen von Dr. Trager entdeckt. Anmerkung: Die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric Systems Project Valrida Mount Massive Co. Okay. Mir der PC noch was? Hat jemand aufgelegt? Kann ich da irgendwie. Fick dich. Ja, klar, den Keimkörper müssen wir nehmen. Gibt's da? Kann man da rausgucken? Nein. Okay. Die scheiß Tür auf. Okay, hier ist nix. Okay, weiter geht's. Ja, irgendein Spaß hat die Tür abgeschlossen. Der kann mich mal am Arsch lecken. Will sowieso nicht aufs Klo gehen. Scheiß mir lieber in die... Oh, fuck. Toiletten. Nein, nein. Tür zu. Oder Tür offen? Ist mir egal. Scheiße, was war das? Das bist du. Ich will was zu essen. Hä? Hör auf damit! Drücke Linke, um die Batterie zu nehmen. Batterien benötigst du für das Infrarotlicht deines Campcrawlers. Du kannst die Batterien wechseln, indem du R drückst. Hebebe! Benutze den Campcrawler erst, wenn es wichtig ist. Scheiße, ich kann da hoch. Lichter hoch? Yep. Ich will da wohl. Ach nö! Das ist ja mich. Ah. Ja, wechseln. Johnny! Da ist jemand! Ja. Warte mal. Das ist der Lüftungsschacht in diesem Raum. Oh mein Gott! Nein! Fuck! Ich hyperventiliere, auch wenn noch gar nichts passiert ist! Scheiße. Größter Wunsch wäre gerade, dass mein PC plötzlich abstürzt. Okay. Hier sieht ja ganz friedlich. Ist da eine Person? Sind da Personen? Nein. Nee, das geht wohl nicht auf. Kann ich hier auch wieder raus? Komm ich da auch an? Nee, ich bin hier drin wohl gefangen. Das heißt, das hier ist mein einziger Ausweg. Ah! Oh mein Gott, scheiße!
Ich hab viele kranke Scheiße, aber... Obwohl, ja, ich hab's erwartet. Ah, fick dich! Ja, 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 ich lutsch deine Eier. Ja, da hängt noch eine dumme Leiche. Wetten, die ist am Leben? Komm mal her, Kollege, lass kuscheln! Wo bin ich? Ist es nicht so? Da hängt noch ein Spaß. Wetten, der ist am Leben. Komm her. Ich wusste es. Und ich krieg Gänsehaut. Fick dich. Kannst du... Du lebst? Oh mein Gott. Scheiße. Oh Gott. Ich würde das so gerne. Okay, raus hier. Verklinger. Nix. Da ist jemand. Nein! Fuck it, da ist jemand. Nee. Der Spieler hat gesagt, ich soll weglaufen, also laufe ich weg. Da hängt noch eine Leiche. Weh, du bist am Leben. Ja, ja. Ich mach mal hier die Tür zu. Falls es was bringt. Da ist nix. Kann ich nicht hier schlafen? Hier leben? Für immer? Okay, das ist wohl ganz klar kein Austritt. Das bedeutet, ich müsste da wohl zurück. Ich habe nicht mehr viel Batterie. Schnell durchlaufen ist die beste Methode. Oder... Ja klar, ich hab's gecheckt, du bist total außer Atem, ich doch auch. Der ist tot. Da ist nix. Mir brummt gerade der Schädel, fuck. Komm, einfach durchgehen, nicht zurückgucken. Okay.